Martin, jetzt hallo, guten Tag. Ich spiele mal wieder Jagged Alliance. Ich muss vielleicht noch mein. Ändert ja gar nichts. Ich bleib irgendwie am rechten Rand. Oh. Das irgendwie beheben? Nicht wirklich. Kann ich nicht wirklich beheben. So ist ein bisschen besser, oder? Ja, so sollte es besser sein. Hi Tyrawal, schön, dass du auch da bist. Kommt der Spielton? Ja, der Spielton kommt auch. Natürlich möchte ich nicht neu starten. Ja, die Alex spielt am Computer. Nee, Quatsch, an der PlayStation. Hier Elder Scrolls Online. Und ich bin mal wieder ein bisschen gehuckt auf Jagged Alliance. Nach der Jagged Alliance 3 Preview, die es bei manchen Streamern gibt. Ich habe da am. Weiß gar nicht, Dienstag und Mittwoch auf Empfehlung von Tyrawal und von Samson in den Stream von Writing Bull reingeschaut. Oh, der PlayStation-Controller zickt rum. Das ist nicht so schön. Tyrawal. Kannst jetzt gar nicht spielen, oder wie? Genau. Und hab mich doch sehr an Jagged Alliance 2 erinnert gefühlt und. Ah, Mist. Kannst wahrscheinlich auch bis heute Abend nicht beheben, oder? ja, und deswegen habe ich auch wieder Lust bekommen, Jagged Alliance 2 zu spielen. Und ich habe gestern schon ein bisschen meine Einstellung hier repariert, dass das wieder streambar ist. Aber irgendwie habe ich es nicht richtig gemacht. Fällt mir gerade auf. Ich muss noch mal rausgehen aus dem Spiel, denn ihr seht noch nichts vom Spiel. Aber ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Es liegt nämlich daran, dass ich den Hauptbildschirm verlegen muss. Ist zu weit, ja. Okay. Hast du dir da den Controller gekauft und kannst du den wieder tauschen? Also, kannst du da quasi einen Ersatzcontroller bekommen für einen defekten? Genau, da muss ich jetzt erstmal kurz den Bildschirm wieder wechseln auf den anderen als Hauptanzeige und dann wird's funktionieren. Und dann muss ich aber darüber mal gucken, dann sieht er mich immer so ein bisschen von der Seite. Einen neuen kaufen. Auch nicht so schön. Und jetzt ist der Link verschwunden. Das gibt's ja gar nicht. Bist du denn jetzt hingesprungen, du Link, du Kleiner? Komm wieder zurück. So, okay. Jetzt aber. Jetzt aber. Genau, also ich habe gestern schon vorbereitet, dass es grundsätzlich wieder lauffähig ist. Denn ich habe ja einen anderen Monitor und auf dem Monitor, auf dem ich früher gespielt habe, ging das nicht mehr und ich musste den Monitor in meinem Aufnahmeprogramm einmal komplett neu einrichten, weil also die Bildschirmaufnahme musste ich neu einrichten, weil es halt nicht mehr ging. Ich konnte nicht einfach sagen, okay, ändere den Monitor auf den neuen Monitor und dann funktioniert's. Nee, ich musste das löschen und neu einrichten und neu zusammenziehen und sowas. Das hat am Ende gar nicht lange gedauert nach dem Löschen und wieder einrichten, aber dieses Rumprobieren vorher, dass ich dann einfach nur das anpassen kann und woran überhaupt das Problem liegt und so, das hat sich ziemlich gezogen. Genau. Aber jetzt funktioniert's und ich habe ins Spiel reingeguckt und geguckt, wo ich da überhaupt war. Und leider festgestellt, dass ich nicht alle Streams auf YouTube gespeichert habe. Das heißt, ich habe eine Lücke.
nach Stream 20. Und entweder ein oder zwei Streams sind nicht als Video auf YouTube gespeichert. Das heißt, wenn ich da mal die Playlist veröffentliche, dann ist die unvollständig. Nicht so schön. Aber ja, vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Also was fehlt, ist die Eroberung von diesem Sektor hier, den Raketensektor. Den hatte ich nämlich erobert in einem Video. Und dann bin ich anscheinend hier unten hingegangen. Und hier sind die anderen drei Söldner hin. Und anscheinend habe ich auch in der Zwischenzeit überall die Milizen trainiert. Ja, und hier unten bereitet sich quasi mein Angriffstrupp auf die Eroberung von Grum vor. Und ja, beim letzten Mal stand ich halt hier vor dem Raketenlager, um dort anzugreifen. Im letzten Video, was ich online habe. So, ich merke schon gerade, meine Stimme versagt jetzt schon. Gerade erst angefangen zu streamen. Naja, ich versuche mal gar nicht so viel zu reden, sondern eher das Spiel reden zu lassen. Ich war auf jeden Fall letzte Woche wieder mal krank und ja, meine Stimmbänder oder so ist mal wieder angeschlagen. Das geht ja immer bei mir ganz schnell und dann werde ich ganz schnell heiser und rau. Okay. Ja. Genau. Wie ist der Stand? Ich muss mich erstmal so ein bisschen informieren. Ich glaube hier den Pablo. Den wollte ich noch was kaufen schicken. Also da habe ich gestern schon geguckt. Auf jeden Fall geht es hier nicht um einen neuen Controller, den ich kaufen will. Kann ich dir leider auch nicht kaufen, Tyrawal. Spontan. Ja, das tut mir echt leid. Das wäre lustig gewesen. Also, ich weiß halt noch nicht, was heute Abend passiert. Und ob Pi und Josie für sich spielen wollen oder ob sie eine Party machen wollen. Vielleicht. Mit den anderen, die noch einen ESO-Online-Account haben. Und wir vielleicht zusammenspielen wollen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Fände ich. Und das wäre natürlich noch besser gewesen, wenn der Türerwal dabei gewesen wäre. Wenn das jetzt nicht klappt wegen dem Controller, ist das natürlich sehr, sehr schade. Genau, aber vielleicht haben sie da auch gar keine Lust drauf, Pi und Josi, und wollen die Nummer zu zweit rumziehen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Ja. Zurück zu Jagged Alliance. Also, Pablo ist ja mein Einkaufsmensch hier in San Mona und der redet immer mit Toni täglich. Toni hat immer täglich frische Waren. Zeig mir, woran du Interesse hast. Und ich habe gesehen, er hat eine neue Colt Commando mit einer Reichweite von 28 und die muss ich auch noch kaufen. Das mache ich gleich mal. Ja, ich drücke die Daumen, Tyrawal. Okay. Und dann habe ich da zwei von ungeladen, weil er hat verkauft leider keine Munition dafür. Ich könnte da halt noch einen Ständer dran machen und so einen Mündungsfeuerdämpfer. Könnte ich rein theoretisch auch noch kaufen. Machen wir mal. So. Was soll der Geiz? Ich habe ja jetzt Geld hier. Schon gut. Lass dir Zeit. Transaktion und dann kommt es in sein Inventar. Lass Nee. mal sehen, was wir hier haben. Ich möchte das nicht wieder Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. zurückverkaufen. Okay. Sehr gut. Du weißt, wo du mich findest, wenn du an weiteren Geschäften interessiert bist. Genau, da hatte ich schon geguckt, was der Toni zu bieten hat gestern. Und ich habe auch gesehen, dass der Dimitri sehr viel von der passenden Munition hat für diese Waffen. Und ich
Ich werde wahrscheinlich die drei, die jetzt hier fertig sind mit dem Trainieren der Söldner, mein Support-Team, was immer die Söldner trainiert, Flo, Biff und Alex, dann wieder hier hochschicken und über San Mona dann nach Grum. Und dann werden die, wenn Grum erobert ist, in Grum die Milizen trainieren und können dabei die Waffen mitbringen, die Pablo gekauft hat. Genau, das ist der Plan. Im Moment schlafen die noch. Genau, und die hier doktoren noch an manchen rum, weil manche sind noch verletzt. Eigentlich nur Fox, glaube ich. Genau, deswegen haben die noch ein bisschen zu tun. Und Pablo kann jetzt weiter üben. Übt wahrscheinlich Technik oder so. Oder Führung, oder Treffsicherheit. Ja, ich übe mal ein bisschen Treffsicherheit noch. Okay. So, ansonsten habe ich ja schon erzählt, ich habe Jagged Alliance 3 bei Riding Bull gesehen, die beiden Streams. Und fand es schon sehr interessant. Was die Kampfszenen angeht, fand ich das sehr gut umgesetzt. Dieser taktische Bildschirm, der ist halt. Naja, so oft haben wir den noch gar nicht gesehen, glaube ich. Und auch das, was am Laptop passiert, hat man noch gar nicht so oft gesehen. Von daher ist es ein bisschen schwer zu beurteilen, wie jetzt da die Spieltiefe ist. Was ich auf jeden Fall hier extrem mag, sind einfach diese ganzen Interaktionen zwischen den Söldnern und diese lustigen Sachen, die es so gibt. Und dass die Söldner andere Söldner mögen und andere Söldner nicht mögen. Und die Hintergrundinformationen, die in den E-Mails stehen. Und ja, diese Umsetzung, dieses Detailverliebte, das habe ich jetzt noch nicht so erkennen können bei Jagged Alliance 3. In dem Sinne. Aber was die Taktik an dem im Kampf angeht, war das sehr, sehr schön umgesetzt, fand ich das. So, ich muss mal hier eben kurz noch bei Rise of Cultures mal wieder ein kurz reinhüpfen. Muss ich jetzt eher gerade alle 20 Minuten machen, aber es geht schnell. Wobei ja hier viel auch über 1.13, also über die Erweiterung, noch gemacht wurde. Und da ist ja jetzt von der Kampftiefe noch mehr drin. Jetzt hier in Jagged Alliance 2 1.13. In Jagged Alliance 2 war ja gar nicht so viel wie jetzt hier in dieser Version. Also was man, wie detailliert man den Kampf gestalten kann. Da gab es, glaube ich, auch nicht die Möglichkeit, dass man durch Fenster krabbeln konnte in dem normalen Jagged Alliance 2 und die Gegner sind damals nicht auf Dächer geklettert und sowas. Also das geht ja jetzt hier alles über 1.13. Und die KI sah auch ziemlich gut aus bei Jagged Alliance 3. Also wie die interagiert hat gegenüber den Söldnern und so. Das sah schon cleverer aus als hier. Hier sind die doch recht eingeschränkt. Also da kommt es halt sehr darauf an, was sie für Waffen haben und wie genau die zielen. Und dann sind die, werden die ja halt noch sehr gefährlich. Aber sonst sind die nicht so gut. Okay, ich wollte mal eben gucken, ob die schon irgendwas. Also sie sind wirklich vor allem eingesetzt für das Trainieren von Milizen. Das sehe ich hier an dem Zuwachs von Führungsqualität. Insbesondere bei Flo ist ja schon gigantisch, plus 25. Aber die ist halt auch sehr klug. Mit 83. Im Gegensatz zu Biff, der trainiert schon so gleich lange Milizen, aber ist nicht so schnell beim Dazulernen. Genau. Deswegen ist Flo halt eine extrem gute Söldnerin. Weil die so schnell dazulernt. Aber die ist am Anfang sehr schlecht. Aber der kann eine sehr gute Milizentrainerin werden, wenn sie dann hohe Führungsqualitätswerte hat. Und das geht auch voran. Ja,
Okay, gut. Und ich wollte mal nach den E-Mails gucken, ob ich eine E-Mail hatte. Tag 1. Die versprochenen Waffen habe ich weggeschickt. Das war an Tag 19. Ich bin jetzt an Tag 22. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon abgeholt habe. Die müssten ja, wenn denn, eigentlich bei Flo, Biff und Alex sein. Ja, das könnte sie sein. Ja, genau. Das sind die beiden, glaube ich. Diese Beowulf, diese riesigen Pistolen. Genau, das müssten die sein, die von John Culber kamen. Also habe ich die auch schon abgeholt. Genau, gut. Dann muss ich hier, glaube ich, nichts mehr weitermachen, als den Trupp dann, wenn er ausgeschlafen ist, in Bewegung setzen und dann erstmal rüber zu Pablo, um dort die Sachen abzuholen, die ich dann noch weiter trage zu meinem Haupttrupp. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Dann lasse ich jetzt ein bisschen Zeit vergehen. Ich lerne schnell. Bin bereit, weiterzumachen. Ich bin soweit. So. Wie ausgeschlafen sind sie denn? Nicht wirklich. Gut, aber die beiden sind fertig. Und sind jetzt. Oh, Ira ist Erfahrungsstufe 5. Nicht schlimm, weil Ira kostet kein Geld. So, also können die auch noch ein bisschen üben. Irgendwas. Medizin vielleicht. Ira ist auch eine sehr kluge Söldnerin. Die lernt auch sehr schnell. In dem Sinne noch besser als Flo, weil die lernt halt auch, weil sie in dem Truppen drin ist, der auch kämpft, auch wie man schießt und wie man eine gute Söldnerin tatsächlich wird und nicht nur Support ist. Ja. Treffsicherheit ist fast auf 86. Mach mal weiter, Flo. Ich hatte Fox natürlich. Ich hatte bei Writing Bull im Stream das Gefühl, dass Fox noch mehr Treffsicherheit hat. Kann das sein? Geschicklichkeit, Agility? Ist das, nee, Agility ist ja Beweglichkeit. Da hat er drauf geachtet. Da ist ja Fox extrem hoch. Das hatte, glaube ich, auch bei Maximum gehabt. Ach, und was mir aufgefallen ist, dieser Barry ist ja extrem gut, den er da angeheuert hat. Den habe ich noch nie so wirklich wahrgenommen, glaube ich. Muss ich gleich nochmal gucken, ob ich den nicht auch nochmal leisten sollte. Aber ich sehe ihn gar nicht. Auf Seite 1 zumindest. Hier. Weisheit 91. Der ist sehr super. Für den Preis ist der richtig gut. Der ist halt von der Erfahrungsstufe sehr niedrig. Deswegen ist der Preis auch so gering. Gute Wahl, der Typ. Weisheit 91. Gute Treffsicherheit schon. Beweglichkeit, Gesundheit und Geschicklichkeit sehr hoch. Kraft sehr hoch. Alles, was man braucht, ist ziemlich gut bei dem. Also wenn ich noch einen Sprengstoffexperten brauche, dann ist der, glaube ich, the way to go. Aber ich habe schon Trevor. Trevor ist halt noch besser. Aber Trevor ist auch extrem teuer.
Hätte ich mit Barry eine bessere Wahl treffen können, damals, als ich angefangen habe. Gut. Wie dem auch sei, ich schicke euch ins Bettchen. Weil ich will nicht jetzt in der Nacht angreifen. Oder vielleicht doch. Was haben die denn hier an Nachtsichtgeräten? Chris hat. Trevor hat. Grizzly hat nicht. Fox hat. Lyra nicht. Aber zumindest drei Söldner haben Nachtsichtgeräte. Ist nicht schlecht. Und ich glaube, Chris hat auch Night Ops. Nee, hat er nicht. Habe ich ihm nicht gegeben. Jemand anderes Night Ops? Dann können die als, wenn sie eine Nachtkämpferfähigkeit haben, dann können sie halt in der Nacht noch einmal ein, wie nennt man das? Ein Quadranten weitersehen. Genau, genauso wie die Nachtsichtgeräte erlauben, glaube ich, ein paar Quadranten sogar weiterzusehen. Steht es da? Ja, plus 10% steht jetzt hier. Ich denke mal, das ist so ein. Vielleicht auch mehr. Und dann sieht man halt die Gegner viel früher. Genau. Es sei denn, die haben auch Nachtsichtgeräte oder eine Night Ops-Fähigkeit. Genau, also vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, auch in der Nacht anzugreifen. In Grum Mine. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Nachtkampf hatte. Tyrael, weißt du das? Habe ich schon mal einen Nachtkampf gemacht? Jetzt sind auch einige wieder aktiv. Und es kommt eine E-Mail rein. Bekanntgabe eines Todesfalls. Oh nein, nicht Barry, nicht Barry. Robert James Sullivan ist gestorben. Kannst dich nicht erinnern. Ah, na dann machen wir das vielleicht. Sully ist gestorben. Welcher ist denn Sully? Oh, Sully von Seite 1. Ach, der. Okay. Ja. Ein AIM-Söldner ist verstorben. Ja, auch sowas. Es ist halt nett, dass seine Söldner versterben. Dann kann man sie nicht mehr anheuern. Und viele sind halt angestellt. Oder im Dienst. Im Dienst von anderen Crews, sozusagen. Von anderen Leuten, die sie angeheuert haben. Angestellt sind, ist ja bei mir. Grizzly, Trevor und Fox. Und Trevor hat irgendwann mal hier angefangen, glaube ich, und ist jetzt hier schon der zweitbeste Söldner bei ERM. Durch meine, oder das ist seine Aktivität bei mir geworden. Okay, ich schau mal eben über die Söldner, da ich ja auch gerade ein bisschen Geld habe. Vielleicht sollte ich ja. Grizzly, der ist fast Stufe 6, dem sollte ich vielleicht nochmal den Vertrag verlängern. Es ist immer gut, am Ball zu bleiben. Dann wird es halt nicht mehr so teuer und bei Fox ist es, glaube ich, auch fast Stufe 6. Das hört sich gut an. Genau, jetzt sind die sehr, sehr lange angeheuert. Trevor, weiß ich nicht, ob ich mir den überhaupt leisten kann. Nee, kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Aber da braucht es auch noch ein bisschen, bis der Erfahrungsstufe 6 wird. Von daher. Ist es okay, dass ich da das erst später mache? Genau. Okay, ansonsten, wie lange müssten die anderen noch schlafen? Das ist hier nicht mehr viel. Nö, die können eigentlich alle losziehen. Dann, naja, wir warten mal noch eine Stunde oder so.
Ich lerne schnell. Dauert noch eine Stunde. So. So, jetzt sind alle wach, außer Pablo ist ja eh in einem anderen Team. Und die drei schlafen noch, ist okay. Frag mich, warum sich gerade die Reihenfolge geändert hat. Kann man hier sortieren? Tatsächlich. War mir gar nicht so bewusst. Okay, dann baue ich mal Crews auf. Ich schicke mal die drei mit Nachtsichtgeräten in ein Team. Trupp 2. Die anderen in das andere. Und dann gehen wir runter. Und erobern die Mine in der Nacht um 2. Muss ich wieder meinen klugen Zettel raussuchen. Shift N, Shift R, Shift B. Ja. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Gut. So, wir können nur hier einsteigen. Und da hier oben, das ist so auf einem Berg. Und da würde ich sagen, hier bei den Steinen ist am besten, da haben wir mehr Deckung. Und ich weiß, die Gegner, die sind alle so in Richtung des Hauses unterwegs. Vielleicht sehe ich auch gleich schon welche. Schauen wir mal. Ich sehe erstmal noch keine. Also, was hatte ich gesagt? Shift N, Shift R, Shift B. Shift. Oh, ich muss erstmal nochmal gucken. Das hätte ich eigentlich vorher machen müssen. Ich speichere mal. Gucken, was in den Rucksäcken drin ist. Genau, bevor ich die nämlich ablege, sollte ich vielleicht die Sachen, die interessant werden für die Nacht, zum Beispiel solche Knicklichter, rausnehmen. Okay. Ein Knicklicht bei Chris. Dann sollte hier dieser Rucksack, dieses Werkzeug in den Rucksack. Sonst kriege ich Inventarprobleme beim Trevor. Das ist gar kein Rucksack bei Chris. Hätte er auch noch später reinlegen können. Und das kommt hier auch nach hinten. Aber ist auch kein Rucksack bei Fox. Warum hat denn... Achso, weil ich noch nicht Shift-N gemacht habe. Gut, dann muss ich jetzt in Trupp 2. Hier auch noch was an Munition. Das sieht okay aus. So, dann mache ich jetzt Shift N, Shift R, Shift B. Jetzt müsste eigentlich... Achso, das macht es nur für ein Team. Nee, das macht er doch für beide Teams. Da hat Fox jetzt auch ein Nachtsichtgerät auf. Und dann möchte ich noch, dass ich alle... War das nochmal?
Alle. Alle Stealth an? Als Z habe ich einmal. Das ist ja auch für den anderen Trupp ein. Nein. Und alle ducken, aber das weiß ich jetzt wieder nicht. Finde ich so schnell nicht. Da habe ich, glaube ich, schon öfter mal überlegt. Damit sie hier keinen Feuerstoß direkt irgendwie abbekommen. Falls da irgendjemand ins Dunkel feuert, wenn ich entdeckt werde. Okay, jetzt sind sie bereit. Okay, gut. Dann werde ich sie mal in... mal mit den dreien, die sehr gut sehen können, nach vorne. Ah, und Fox braucht ihre zweite Waffe. Es ist natürlich Fox extrem im Vorteil hier, weil die Kämpfe passieren alle auf kurze Reichweite in der Nacht, eigentlich. Geräusche. Oh, da hört die Fox auch schon was. Leise von Südosten, das müsste noch relativ weit weg sein. Genau, und hier seht ihr auch leicht schattiert, was die Sichtweite ist. Die anderen vier. Die anderen vier lasse ich so ein bisschen nach hinten versetzt jetzt. Deutlich von Süden, deutlich von Süden, okay. Dimitri ist nicht so gut im Schleichen, offensichtlich. Hat er erstmal rumgetrampelt. So. Schon mal etwas vorgerückt. Und an der Stelle speichern wir mal wieder. Na. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da ist einer. Jetzt wäre natürlich gut, hätte ich eine Waffe mit Schalldämpfer. Habe ich eine Pistole mit Schalldämpfer. Und er ist in Reichweite. Genau. Jetzt kann er mich noch nicht sehen, ist aber in meine Unterbrechung gelaufen. Und darf jetzt von mir... beschalldämpfert werden. So, kurz. Kurz wieder das, was ich schon angekündigt hatte. So, fertig. Ja, und je nachdem, wie schnell er jetzt stirbt, hat er noch die Gelegenheit, seine Kollegen zu informieren oder nicht. Ich werde es mal versuchen mit Kopfschüssen. Ideal, würde ich sagen. Der kann niemanden mehr informieren. Und es kann halt sein, dass die anderen ihn hören, weil er stöhnt. Deswegen mache ich ihn mal leise. Okay. Wenn er jetzt vor Schmerzen schreit. Und Chris hat eine weitere Unterbrechung, aber vermutlich waren sie nah an ihm dran und haben ihn schon gehört, deswegen kommen sie jetzt. Wobei der nicht, noch nicht nach Rennen aussieht, ne? Also, Chris, der Killer, hat eine Treffsicherheit von 90. Ich könnte nochmal Kopfschuss versuchen. Das ist aber schon relativ weit weg. Hat nicht geklappt. Der zielt auf Chris. Ich gehe in Deckung. Und jetzt bekommt Fox die Unterbrechung. Das sollte sein Ende bedeuten.
Und wieder Ruhe. Die standen... Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Von Südwesten, also auch von hier. Aber leise. Die beiden standen wahrscheinlich zusammen. Deswegen sind die jetzt beide gleich gekommen. Aber die waren jetzt sehr schnell aus dem Spiel. So. Schon gespeichert. Es lief auf jeden Fall hervorragend gerade. Okay. Jetzt komm mal hoch, dann siehst du vielleicht schon wieder was. Nein. Richtung. Aber auch. Halt die Frage, ich könnte natürlich auch mit Absicht jetzt mal schießen und sie kommen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt damit umgehe. Dass ich sie halt provoziere, hierher zu kommen, wenn ich jetzt einmal laut schieße. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ich glaube, sie hat ja auch Schalldämpfer drauf. Genau. Deswegen haben die sie auch so gequietscht nur, die Waffen. Aber ich glaube, das würde man eigentlich auch hören. So doll dämpfen die ja den Schall gar nicht. Okay, in Wirklichkeit. Oder Türerball? Falls du da Ahnung hast. Okay, ich bring die anderen mal ein bisschen vor. Oh nee, nicht da lang. Geh mal hier oben lang. Nicht so sehr viel Ahnung, okay. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Von Süden jetzt. Es ist Feind. Wir angreifen müssen. Okay, Dimitri hat ihn gesehen, ohne Nachtsichtgerät. Beziehungsweise, der hat uns auch schon gesehen. So. Leider hat Trevor keinen Schalldämpfer. Er hat nur einen Mündungsfeuerdämpfer. Und er sieht ihn nicht. Nur Dimitri sieht ihn. Und Dimitri hat auch keinen Schalldämpfer. Das ist vollkommen ungedeckt. Geh mit Dimitri einfach weg. Der wird schon kommen. Für Ira die Unterbrechung. Aber Trevor sieht ihn immer... Ist ja komisch, dass Trevor ihn nicht sieht. Aber Ira ist gut gedeckt. Hat auch keine Schalldämpfer. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall auf uns aufmerksam machen. Ira hat getroffen. Good job. Jetzt ist er schon mal unter... Also hat schon mal Aktionspunkte verloren. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Trevor? Gerade... Das war gerade ganz schön gefährlich für ihn. Das hätte ein schöner Treffen abgeben können. Bleibt sehr gefährlich für ihn. Mhm. Okay. Trevor, ich glaube, du musst da mal weg. Deine Position ist kompromittiert. So, wie machen wir, gehen wir jetzt am besten vor? Also, Trevor muss da auf jeden Fall raus. Er könnte hier nach hinten wegrennen und irgendwie so. Das kriegt er hin. Ja, vielleicht muss er da auch nicht, also er muss da schon raus, weil die wissen, wo er ist. Deswegen haben die von hier hinten auch direkt dahin geschossen. Obwohl die den vermutlich nicht sehen können. Ich weiß nicht, vielleicht haben die Nachtsichtgeräte, aber vermutlich können sie ihn nicht sehen. So.
Frage ist, warum können die die eigentlich nicht sehen? Also ich stehe mal auf mit Fox. Es wird nichts mit dem hier. Dann versuchen wir mal den. Jetzt wird's knapp. Jetzt siehst du den? Siehst du ihn nicht? Gut, dann hilft es nichts. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Schuss ins Blaue. Der ist noch unverletzt. Das ist nicht gut. Besser. Der muss jetzt auch erstmal aufstehen. Und vergeudet damit Aktionspunkte. So, ansonsten können wir uns das Schleichen jetzt auch sparen. Siehst du den, Dimitri? Nee, du siehst ihn nicht. Macht nix. Geben mal einen Feuerstoß auf den ab. Ohne ihn zu sehen. Einfach nur so als Unterdrückungsfeuer. Setzt sich auch hin, brav. Ira sieht ihn. Nimm das! Was ist das? Er hat's genommen. Ja, sie kann nicht mehr wirklich agieren mit 22. So, ich werde mal den Hamus vorziehen. Der rennt am besten mal vor. Irgendwie nach da. Nur damit er... dann später mit eingreifen kann, falls der hier näher kommt. Wird er bestimmt. Grizzly. Die können wir ein bisschen ranrobben. Das ist manchmal ein Bug. Jetzt dauert es erstmal ein bisschen. Bis die Uhr wieder weggeht und ich weitermachen kann. Jetzt ist es wieder da. Was ist das? So, du unterstützt einfach mal, indem du da ein bisschen runter guckst. Chris. So, okay. Alle anderen sind jetzt, haben jetzt schon gezogen. Es ist nur noch Trevor und Trevor ziehe ich jetzt zurück. Frage ist ein bisschen wohin. Erstmal einfach weg. Ich fürchte, jetzt ist wahrscheinlich erstmal Dimitri der nächste in der Schusslinie und der hat keine Aktionspunkte mehr übrig, um irgendwas zu machen. Wenn der jetzt hier aufrückt, der von hier unten, naja, der wird vielleicht dann auch von anderen gesehen. Der sieht auf jeden Fall Dimitri nicht. Nur der hier könnte für Dimitri ein Problem sein oder auch für Amus. Schauen wir mal. Der hat eine Unterbrechung bekommen, aber die kann er nicht nutzen. Zumindest nicht mit der AK. Wie viel AP braucht die? Aktionspunkte 2. 1. Mit der kann ich mehr machen. Das sollte ihm etwas Angst gemacht. Hier wird's langsam eng für mich. Haben. Aber er hat leider auch die Position verraten. Von Grizzly. Okay. Gut, wir müssen, glaube ich, etwas aufpassen. Oh, er hat Geschicklichkeit verloren. Das geht nicht.
Sorry, das geht nicht. Da muss ich neu laden. Ich möchte keiner Punkte verlieren. Keiner hart erarbeiteten. Es sei denn, das ist jetzt nur ein Punkt oder sowas, aber. Nee, das, der hat 99 eigentlich. Ach nee, das ist Trevor. War Grizzly, oder? Verliert Geschicklichkeitspunkt. Ist nur ein, den er verloren hat. Okay, das ist. Würde ich sagen, das ist ein, den er verloren hat. Er hat immer noch ein. Das ist immer noch ein Plus. Gut, dann nicht. Aber trotzdem, das ist. Das mag ich nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob die vielleicht auch geheilt werden, wenn er jetzt. Verarztet wird. Könnte sein, dass die dann geheilt werden. Okay, gut, dann. Haben wir den Chris hier? Das Ding ist nicht schlecht. Der das klar macht. Gut, Grizzly. Du ziehst dich aber auch ein bisschen zurück. Deine Position ist ja auch bekannt jetzt. Oder war. So, Trevor. Kann ich dafür wieder mehr ins Spiel bringen? Aber das mit den Bäumen ist gar nicht so geil hier. Da ist irgendwie kein Platz, sich irgendwo hinzustellen. Die sehen halt nicht gut. Die sehen nicht gut. Okay, Fox, du musst dich nochmal umschauen. Nix zu sehen. Kannst du von hinten irgendwas werfen? Ja. Mach mal doch mal ein bisschen Licht, würde ich sagen. Vielleicht mal hier, wo die beiden da so offen liegen. Ah, schau mal an. Wer ist denn da? Fox sieht ihn jetzt. So, dann können wir gleich mal. Ne, die 31 AP lasse ich mal noch übrig. Der sieht ja noch niemanden von uns. Also von denen hier. Also sieht ja Fox noch nicht. So. Ira da vielleicht auch noch? Ja, kann sie. Also sie muss sich auch wieder hin knien dürfen. Schuss reicht. So. Okay. Das ist der rübergerannt ist. Ich glaube, noch einer war da. Oder? Nee, den haben wir erledigt mit Chris. Vorsicht, Kugel. Unterbrechung für Chris. Okay. Chris, wie wär's mit einer Pistole? Einfach nur für. Ja, der war hinterm Stein, der ist jetzt davor gekommen. Den hatte ich schon einmal in den Fuß getroffen. Jetzt habe ich ihn wieder in den Fuß getroffen. War auch wieder nicht meine Absicht, aber Chris hat nicht genug gut gezielt. Okay, der sollte jetzt. Ich versuche erstmal mit den schwachen Söldnern wieder. Schulter getroffen. Sehr gut.
Auch weil die kosten nichts, ja. Also wenn ich die... wenn die jetzt an Erfahrung gewinnen, dann kosten die ja nichts. Die sind ja quasi aus anderen Gründen motiviert, mir zu helfen. Und von daher ist es auch sehr gut. Bevor ich jetzt hier Fox auf Erfahrungslevel 6 bringe. Chris kann ich auch noch. Ja, nehme ich wieder die Pistole dann. Brauche auch nicht viele AP und die sind dicht genug dran. Okay, das war nicht so gut, Chris. Dann behalt mal die Augen offen. Box. Okay, den nimmt's aus dem Rennen. Ich habe was Verdächtiges gehört. Das dürfte der Verwundete sein, dachte ich mir. Wer sieht den jetzt? Trevor sieht den da hinten auch. Trevor auch eine Pistole nehmen? Alles noch in Reichweite, ja. Chris sieht den weiterhin. So, der hat's auch hinter sich. Okay. Da kommt ein neuer. Von Chris gesehen. Oh, sehr schön. Unabsichtlich am Kopf getroffen. Und es kommen noch mehr. Chris lebt gefährlich. Grizzly. Können bei den Pistolen bleiben. Die machen zwar nicht viel Schaden, aber zum Beispiel gar keinen. Aber bei der Reichweite hier ist das alles total in Ordnung. Also. Noch eine Chance. Operation gelungen. Patient tot. Sehr schön. Ich glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Wie schnell 20 Minuten umgehen. Unglaublich. Okay, die Unterbrechung hat Fox. Fox ist noch komplett unbenutzt. Ich kann den... Ich brauche Ammo. Du hast keine Sorge. Okay, jetzt geht es schon recht schnell. Das heißt, es sind nicht mehr viele Gegner in der unmittelbaren Nähe. Da kommt einer. Unterbrechung für Chris. Erstmal Chris. Darfst mal wieder einen Kopfschuss versuchen. Eieiei. Gefährlich. Die haben auch alle Gewehre, wie man hört. Keine Muni mehr. So, du bist erstmal raus. Duck dich mal. Du kommst mal mit rein.
Sehr schön. Wie kostet der? 25 ist zu teuer. Machen wir noch einen weniger gezielten Schuss. Schlaf schön. Muss Fox doch wieder ran. Deutlich von Südosten. Von hier. Nee, von hier. Vielleicht sieht er schon was, wenn er aufsteht. Nee. Mal dahin. Auch nicht. Myra kann auch mal wieder hochgucken. Wäre eigentlich besser, wenn dann Trevor an der Stelle hocken würde noch. Da können wir jetzt nicht... Okay, hier ist noch einer in der Nähe. Ah, Operation das... gelungen. Patient tot. Das war... Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Es ist Feind. Wir angreifen müssen. Ein Getarnter. Der hat... ein Tarnset drauf. Versuch's, Dimitri. So, Ira einmal... paar Kugeln da reingeben. Als Unterdrückungsfeuer. Auch runter. So, und du? Okay. Dimitri ist der Mann mit den Granaten. Das ist eine Nebelgranate. Das ist noch jemand anderes außer Fox? Leider nicht. Weil ich würde die... Ja, ich ganz gerne hier hinwerfen. Weiß halt nicht. Genau, dass er möglichst Dimitri nicht sieht. Sollte er ihn schon gesehen haben, ist halt die Frage. Geh mal ein bisschen zurück mit Dimitri. Robbe etwas zurück. So. So, mal schauen wir mal, was passiert. Da kommt er in die Unterbrechung von Namus. Wie wär's dann bei dir mit Pistolen? Kostet 0 AP. Nee, ist zu weit. Reichweite 12, Reichweite 10. Der vielleicht? Sehr gut. Ja, Hamus kostet auch nichts. Den muss man auch nur einen Einmalbetrag bezahlen und dann bleibt er an Bord. Und von daher ist es auch okay, wenn der Erfahrungsstufen hinzugewinnt. Okay, das ist irgendein unangenehmes Gas, vermute ich mal. Sowas wie Tränengas. Was er da in die Gruppe geworfen hat. Das heißt, die beiden müssen da raus. Und anscheinend wurden auch die anderen Gegner informiert. Oder es kam Verstärkung aus diesem Bereich von Grum. Deswegen ist die Leiste jetzt wieder länger. Und es dauert länger, das
Nice. Das von der Wumme. Dickes Kaliber. Kurz im Lauf. Ja. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Dimitri? Warum brauchst du 20, um nach vorne zu gehen? Der komische Route hier. Jetzt sieht er den natürlich auch nicht aufgrund des Nebels. Ich speichere an der Stelle mal, weil das ist eine sehr gefährliche Stelle. Ich würde nochmal nach vorne gehen und mich wieder hinlegen und wieder zielen in der Hoffnung, dass der mir dann vor die Flinte läuft. Und Ira, ich kann eigentlich nicht raus hier. Ziel auch auf die gleiche Stelle. Dann schauen wir mal. So, ihr bleibt wachsam. Und dann... Oh, ein Elite-Söldner. Ein Elite-Söldner. Kann nichts machen. Dimitri hat zu wenig Aktionspunkte, um was zu machen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Jetzt wird's brenzlig, glaube ich. Achso, das ist die Unterbrechung nur für Chris, oder? Ja, der ist jetzt nicht so das Problem. Geräusche. Von Süden. Gefährlich wird's jetzt hier von Westen. Wenn da plötzlich Elite-Söldner ankommen, der Getarnte, der ist ja möglicherweise auch ein Elite-Söldner. Muss jetzt hier auch weg. Er kommt nicht weit. Wird gesehen. Nicht gut. Oh, nur ein Treffer. Könnte mit Ira hier nochmal irgendwie ins Blaue schießen. Juckt sie gar nicht. Juckt sie gar nicht. Trevor hat nichts mehr, aber gib mal Trevor die Granate. Kein Platz. Er soll die eh gleich in die Hand nehmen. Dreh dich wieder um. Aber der müsste die doch dahin werfen können, ja. Kann er. Ich hoffe, er wirft genau. Okay, das sollte sie erstmal außer Gefecht setzen. Ah, er kommt auch da oben rum. Schicke ich ihn vielleicht mal als Verstärkung in die Richtung.
Ich hoffe, die setzt es auch außer Gefecht. Steht auf jeden Fall wieder auf. Aber hat genügend AP verloren, um nicht direkt angreifen zu können wieder. Okay, Chris kriegt eine Unterbrechung. Wieder Elite-Söldner. Okay, das ist echt übel. Elite-Söldner fallen auch nicht so leicht um. Das heißt, wir versuchen es jetzt mal mit einem Feuerstoß von 3. Den Typen. Das war gut. Vielleicht noch einen Pistolenschuss hinterher. Dann ist er erledigt. Und das war die Unterbrechung. Und im Süden ist noch mehr Bewegung. Und es ist noch sehr viel los auf der Karte. Grizzly kann jetzt hoffentlich den anderen... Du siehst ihn nicht. Okay, muss so bleiben. Amus. Geh hinter den Stein, bitte. Das ist mir nix. Jetzt kannst du nicht mal feuern. Dadurch, dass er seine Verletzung hat, ist er... Für diese Pistole, für diese krasse Pistole. Ah, okay, er sieht sie jetzt nicht mehr. Gut, Trevor, dann schau du nach der. Wenn sie jetzt vorkommt und er hat, der andere Söldner hat hier eine, keine Tränengasgranate reingeworfen, sondern irgendwas anderes. So, ich würde sagen, wir setzen mal noch eine Granate ein. Vielleicht einfach mal hier hin. Da, wo wir den anderen vermuten. Oder sollen wir doch auf die gehen? Die ist ja bisher auch noch kaum wirklich verwundet. Komm, Dimitri. Er hat viel mehr Aktionspunkte verbraucht als angenommen. Sehr eigenartig. Ich hoffe, der Nebel lichtet sich jetzt noch nicht. Chris hat mal wieder eine Unterbrechung und es ist wieder ein Elite-Söldner. Dann bist du hoffentlich dieses Mal... Oh, ich habe aber kaum noch Aktionspunkte, weil ich gerade schon viele verbraucht habe. Und der ging daneben. Grizzly bekommt auch noch eine Unterbrechung. Das ist gut. Ne, Fox und Grizzly. Gehen erstmal mit Grizzly. Das ist ein Elite-Söldner. Boah, der war richtig schlecht, Grizzly. Der war richtig schlecht. Muss das Fox wieder erledigen. Okay. Der ist erstmal unterbrochen, würde ich sagen.
Brauch neues Wasser. So, Grizzly, jetzt aber. Stell dich mal unter Beweis. Nimm die Pistole. Und gib diesem Typen den Rest. Er ist gut gepanzert. Trotz Treffer keinen Schaden. Tschüss. Okay. So, Dimitri, wie wir sehen, sehen wir nichts. Und der Nebel wird sich irgendwann verziehen, jetzt demnächst. Ich habe nicht vorher gespeichert. Ich hätte vorher speichern sollen, aber hilft jetzt nichts. Aber kannst du ein bisschen näher kommen? Irgendwie. Ich mach mal, schau mal einfach einmal. Nicht zu sehen. Vielleicht lasse ich ihn mal stehen. Dimitri. Boah, jetzt, der war irgendwie noch in Liegeposition und hat sich jetzt nochmal gedreht und so und hat dadurch mega viele Aktionspunkte verbraucht. Das war auch nicht so gut. Jetzt ist es ungünstig, wenn sich der Nebel jetzt verzieht. Aber ich glaube, diese Rauchgranate müsste sich ja eh erst mal als erstes verziehen. Okay, da kommt die Bewegung aus dem Westen. Von da, der kommt durch den Rauch. Dimitris nächste Granate fliegt dorthin. Vielleicht nehme ich mal Vakuum zur Hand, damit die... Naja, ich weiß nicht, Vakuum habe ich nicht so viel, ja, nicht so viele. Und niemand war da. Ich lade nochmal neu. So eine verschwendete Granate ist. Ist richtig doof. So, jetzt habe ich mit ihm auch Aktionspunkte gespart, weil ich ihn habe nochmal aufstehen lassen. Der ist jetzt gestorben. Ist ja vielleicht noch näher schon. Oder er ist weggegangen. Das könnte auch sein. Vielleicht ist er auch weggegangen, weil der Rauch jetzt bald verschwindet. Es ist so spannend. Die 20 Minuten, die rasen einfach durch. Also für mich ist es so spannend. Ich hoffe, für euch auch. Okay. Dimitri, ziel mal. Trevor schleicht sich jetzt mal vor. Nee, rennen und schleichen? Du musst nicht rennen. Wirklich nicht. Zu viel Rauch. Man muss nicht rennen eigentlich. Ah! Schau an, der steht schon direkt vor. Er steht direkt vor Dimitri. Unglaublich. Okay. Gut zu wissen, dass er da steht. Ich würde sagen. Sie hat auch so eine Uda. Wenn man nach jedem Schuss nachladen muss. Okay. Er ist aus dem Rennen.
Und ich würde mal Hamus noch mal versuchen ins Spiel zu bringen. Der hat jetzt seine Aktionspunkte aufgespart. Aber so viel kann er nicht machen. Kann ich da einen Pumpgun-Schuss rein? Die ist nah genug. Aber es ist zu. Zu teuer, was die Aktionspunkte angeht. Ändert sich auch so nicht. Logisch. Ab mit dir auf die Knie. Zielen. Grizzly, komm mal wieder hoch. Falls jemand vom Süden kommt, mit unterbrechen. Okay, sie geht weg. Muss jetzt mal auf Toilette gehen und mir ein neues Wasser holen. Der Rauch ist weg, Tyrawal. Der Rauch ist weg. Bin gleich wieder da. So, kommen wir wieder. Habe noch das Wasserglas vergessen, aber du bist auch 5 Minuten weg. Ah, okay. Okay, komisch. So. Ich würde mal sagen. Wer sieht denn jetzt den, der da auf der Erde liegt? Dimitri sieht ihn vor sich liegend. Wird es aber eher Ira übernehmen lassen. Steh mal auf, guck mal dahin. Dann siehst du ihn auch. Der ist jetzt kritisch. Das versuchen wir jetzt mal mit einem normalen Pistolenschuss. Jetzt ist er raus. Ira. Ja, so richtig gut war das nicht, die Drehung mal wieder. Wir bleiben mal wachsam hier in der Richtung. Weil da war noch eine weitere Elite-Söldnerin. So, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir den Hamus mal rausziehen, dass er sich mal verbinden kann. Vielleicht auch so weit raus, dass er nicht irgendwelche Streifschüsse abbekommt. Okay. So. Alles andere würde ich jetzt erstmal so lassen und warten. Die stehen ja alle bereit. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Ich höre was. Südosten ist hier. Ich sehe ein rotes Wasser laufen aus meinem Körper. Genau deshalb wollte ich, dass du verbunden wirst.
Dann gehst du noch weiter an den Rand, würde ich sagen. So richtig aus der Schusslinie. So. Bisschen auch gucken. Dann mal verbinden. So, an der Stelle kann ich speichern und ich schau mal, was da aus dem Südosten kommt. Sind auf jeden Fall noch welche verletzt und aus dem Südosten kommt was. Wer hätte das gedacht? Ja, diese Headsets sind auch super hilfreich. Der ist auch gut gepanzert anscheinend. Ja, den Schuss machen wir noch. Auch daneben. Speichern. Chris schaut wieder nach unten. Grizzly. Auch zielen. Südosten. Ich höre was. Weiter Südosten. Okay. Kommt ein weiterer ins Sichtfeld. Oh, ich habe Chris aktiv. Er nimmt ihn aus dem Spiel. Geräusche. Und nochmal Südosten. Jetzt ist Grizzly dran. Ich lasse es mal so, falls noch einer kommt. Ja, das war wohl die Gruppe aus dem Südosten. Chris sieht ihn nicht. Grizzly sieht ihn. Ja, dann soll er... Muss nachladen. Des Amtes walten. So, er kann nicht unterbrechen. Chris ist auch fast leer, was die Munition angeht. Okay, die Elite-Söldnerin, die kritischer, schätze ich mal. Ich sehe es nicht, weil die Unterbrechungsleiste direkt drüber liegt. Kommt jetzt angerannt. Ich würde jetzt mal versuchen, eine Schrotladung. Ja, das ist die gewesen. Aber die hat jetzt nochmal massiv Schaden bekommen, aber dann ist sie natürlich auch tot. Da hätte auch weniger gereicht. Deutlich von Süden und es kommt weitere Verstärkung. Keine Muni mehr. Ja, das war schon erwartet worden. Das duck dich weg. Und noch mehr im Südosten. Und noch mehr im Südosten. Der kam jetzt angerannt, aber hat nicht mit Fox gerechnet. Das war sein... Oh, noch mehr ist ja was. Unglaublich, noch einer. Und noch einer. Wow. Okay. Ach, Amus hat jetzt eine Unterbrechung. Gut. Den wollen wir nicht verarzten. Nein. Das wollen wir nicht. Gucken mal. Das reicht von den AP. Auch. Ich würde jetzt gerne hier einen Feuerstoß hingeben. Ja, aber noch einen. Noch einen.
damit die alle mal da ein bisschen... Es. Wahnsinn. Wie viel kommen da noch? Aus der Ecke. Ist da ein Nest? Eieieiei. Grizzly am Kopf getroffen. Ay caramba. So, die knuppeln jetzt aber alle so schön. Grizzly ist zum Glück... zum Glück hat er keine schwere Wunde von sich getragen. Also klar, er hat jetzt einen ziemlich heftigen Schaden. Aber es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. So. Dimitri, bevor du wirfst. Und du wirfst. Wow. Irgendeiner ist da zerplatzt. Okay. Chris kann sich um den hier kümmern. Und um die müssen wir uns noch mehr kümmern. Schau mal. Mini-Granate kriegt sie dorthin. Ich glaube, Vakuum wäre auch nicht schlecht, dass sie da nicht gleich wieder aufstehen. Da habe ich leider kaum einen erwischt. Insbesondere die da oben nicht. Hamus hat keine Granate. Er hat aber Sicht auf zwei davon. Unter anderem den gesunden. Ist völlig ungedeckt. Nee, das gefällt mir nicht. Zumal er ja eh schon verletzt ist. Er muss da eher raus. Sich hinlegen. Fox, hast du eine Granate? Ihre einzige Granate abgegeben. Chris könnte Fox die Mini-Granate geben. Oh, nicht mit hinlegen, verdammt. So, Fox. Wirf die Mini-Granate zwischen diese drei hier. Oh, dahin ist am besten. Hoffe, sie trifft. Sehr gut. Tyra, weil du hast was verpasst. Hier sind sehr, sehr, sehr viele neue Gegner aufgetaucht. Im Südosten. Und ich habe jetzt da drei Granaten hingeworfen und einen hat es zerfetzt und die anderen hat es zumindest umgeworfen. Und ich hoffe, sie stehen nicht gleich wieder auf. Chris, das muss doch klappen. Verdammt, der ist gesund. Der steht nicht mehr auf. Der steht vielleicht gleich auf. Die beiden hier unten vielleicht auch. Und der ist gesund.
Okay, Trevor ist der Einzige, der noch Aktionspunkte hat. Jetzt muss Trevor was machen. Komm mal hier runter. Boah, das trifft ja nicht. Ich hab nichts gesagt. Trevor macht seinen Job. Okay, das sollte ihn auch erstmal ausbremsen. Okay, jetzt wird's spannend. Und die Frage ist, wie viel kommen hier noch? Kommen da noch mehr? Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Und sie stehen tatsächlich auch alle wieder auf. Aber das ist nur... Das ist nur von wenig Erfolg gekrönt, hoffe ich. So, wir werden noch ein paar Salben reinschießen. Von Amus aus. So, einfach so ins Dunkel. Er hat auch mal getroffen. Der ist verwundet und liegen geblieben. Der hat wahrscheinlich die volle Ladung erwischt. So, Dimitri könnte jetzt natürlich noch eine Granate da reinwerfen. Ich glaube, erstmal speichern. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Fox, kannst du aufstehen und du siehst den da hinten. Naja. Schlaf schön. Warum nicht, ne? Gehen wir den mit Fox noch ein paar mit. Nicht gut. Muss ich versuchen, noch mal eine zweite Granate hinzuwerfen oder noch eine Granate hinzuwerfen? Einer ist verbrannt. Es ist ein Gemetzel. Sehr gut, Ira. Die stehen nicht auf. Der steht vielleicht gleich auf. Der Gesunde von da unten hat sich nicht mehr gezeigt. Der steht vielleicht auch gleich auf. Wenn wir mit Chris auf eine Unterbrechung lauern. Ja, was soll Trevor machen? Ja. Könnte versuchen, hier einem von diesen, die da liegen. Aber es sieht nicht so aus, als würde das irgendwie treffen, ja? Tut's auch nicht. Autsch. Hier wird's langsam eng für mich. Grizzly ist außer Gefecht. Der ist gesund. Das ist noch ein weiterer, der aus dem Süden kommt. So, die Zeit ist abgelaufen. In Rise of Cultures. Grizzly ist aus dem Gefecht, aber ihm geht's immer noch verhältnismäßig gut. Er hat noch die Hälfte seiner Lebenspunkte, aber er hat halt keine Aktionspunkte mehr. Und ja, auch sonst keine gravierenden Schäden jetzt genommen. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich das so lassen soll. Weil der liegt halt mitten im Feuer. Ich muss nochmal laden, das ist mir zu gefährlich. Und wenn ich jetzt genau das gleiche mache, kann was ganz anderes bei rauskommen. Das ist halt auch so eine Sache. Wird der jedes Mal neu berechnet?
Aber er liegt halt exponiert da. Nee, ich zieh ihn zurück. Zieh ihn einmal ganz zurück, dann kann er sich verbinden. Das mit der Vakuumgranate muss ich trotzdem nochmal versuchen. Und ich hoffe, Ira trifft auch dieses Mal, so wie sie gerade gut getroffen hat. Ja. Hat sie auch dieses Mal wieder gut getroffen. Und auch den Punkt an Treffsicherheit erneut gewonnen. Versuchen sie jetzt einfach mal dabei zu belassen. Und zu gucken, was passiert. Vielleicht sollte ich Trevor wieder reinziehen in den Kampf, aber ich weiß nicht, ob da von links nochmal was kommt. Und nur Dimitri alleine dort als Wachposten nach Westen ist vielleicht dann doch ein bisschen wenig. Unterbrechung für Fox. So, mehr Opfer im Südosten. Wenn ich Chris jetzt aufstehen lasse, dann könnte er auch direkt im Feuer sitzen. Ist nichts passiert. Er hat aber Sicht auf die Verwundeten. Gesund. Sind das viele, ey. Einen Kopfschuss. Keine Muni mehr. Versuch noch mal einen Kopfschuss. Operation gelungen. Patient tot. Mich damit nicht wohl. Mit dieser enormen gegnerischen Präsenz. Obwohl die sind zwar beide kritisch, aber oder alle drei kritisch. Aber wir sind halt direkt bei Chris. Ira, zeig nochmal dein Können. Stolz auf dich. Diesmal ist wieder einer verbrannt. Oh, das wollte ich nicht. Okay, nicht Grizzly. Du verarztest dich. Komm du mal ein bisschen vor und schau die Richtung, ob da was passiert. Trevor schicke ich da auch hin. Ich möchte keine Überraschung mit Chris erleben. Fox sieht nichts. Okay. Schau weiter dort. Viele Schreie. Chris muss sich wieder aus der Deckung wagen. Ein erneut Gesunder, der auch eine Unterbrechung bekommen hat, um auf Chris zu schießen. Chris macht's mit Köpfchen, würde ich sagen. Die Verwundeten liegen immer noch am Boden. Das ist die Frage, wie lange sind die noch erschöpft? Das kann nicht mehr ewig sein. So, Grizzly ist verbunden.
Habt ihr noch Granaten? Ira. Ira wird jetzt meine Granaten... Expertin hier. Wird einfach dazu gemacht. Zwischen die beiden Verwundeten wäre gut. Da wäre ideal eigentlich. Aber da soll's... geht's anscheinend nicht. Versuchen wir es da. Die ist in der Luft explodiert. Vielleicht an einem Baum hängen geblieben oder so. Ja, war auf jeden Fall nicht so gut, Ira. Bis Entdeckung. Nichts passiert. Sie liegen immer noch am Boden. Dann kann Chris jetzt eigentlich mal... Oh, ich habe keine Munition mehr für seine Pistole. Und noch eine Pistole für ihn? Oder Munition für die Pistole? Was ist denn das? 9x19 müsste ich doch viel haben. Ein lösbares Problem. Ich nehme erstmal den, der näher ist. Oh. Reicht. Entdeckung. Fox bleibt weiterhin nach unten aufmerksam. Und Grizzly kommt vor und passt auf einer Linie mit den anderen auch auf. Ich werde mal mit Hamus versuchen, ob ich den hier treffen kann. Aber nicht getroffen, aber das sollte ihm ziemlich ziemlich Angst bereitet haben. Vielleicht kann ich ihn mit Trevor treffen. Ja. Obwohl der Kreis überhaupt nicht danach aussieht, als wenn er treffen würde, aber trifft. Okay, es werden weniger. Chris. Köpfchen raus. Da ist ein Verwundeter. Er ist jetzt aufgestanden. Wir versuchen es jetzt mit einem Kopfschuss. Geklappt. So viele sollten es jetzt gar nicht mehr sein, denke ich. Vielleicht zwei noch dort unten. Ich speichere an der Stelle mal und... Okay. Ich bin nicht mehr im Kampf. Okay. Ich kenne das in dem Sektor so, dass oft noch welche hier unten bleiben an dem Haus. Ah, da stöhnt noch einer vor Schmerzen. Könnte derjenige... Ich glaube, hier war ja noch ein Verwundeter. Den... Da bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon erledigt hatte. Okay. Trevor kann sich mal eben auch verbinden. Der hat ja auch eine leichte Verletzung. So. Und dann würde ich mal sagen, mit Trevor mal ein bisschen vorschleichen. Was kann das sein? Was kann das sein? Ich hoffe auch auf eine schöne... Was ist das? Was kann das sein? Schöne Menge an Was kann das sein? Guter Ausrüstung nach diesem Kampf gegen Elite-Söldner ohne Ende. Was ist das? Auf den ersten Blick sieht das alles ganz cool aus, was da aufploppt.
Ich weiß nicht, wo derjenige sein soll, der hier vor Schmerzen schreit. Das irritiert mich dann doch schon. Was ist das? Ich gehe mal hinter den Stein. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Nee, da ist einer, der ist aber nicht schwer verwundet. Aber ich denke, mit Trevor kann ich den jetzt gut aus dem Rennen nehmen. Oh. Das ist doch seine Stimme gewesen. Der hat doch hier geschrien. Aber es gibt noch mehr. Okay, es ist nicht der Einzige. Das ist jetzt nicht so gut gewesen für Trevor. Ich glaube, an der Stelle würde ich nochmal neu laden. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. ja, okay, dann machen wir das anders. Dann bleibe ich hier. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Vorsichtiger. Hier hinter die Ecke. Was kann das sein? Und halt Ausschau in die Richtung. So. Schaut mal hier. Und ich würde jetzt mal Fox und Chris nochmal nehmen. Im Schleichmodus. Beiden. Mal nach vorne bringen. Was liegt denn da? Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Sch, Geräusche. Deutlich, Trevor. Der diese Steine. Okay. Noch niemanden gesehen? So, jetzt würde ich... einzeln laufen lassen, aber hier ist auch keine Deckung. Der Baum ist im Weg, also sie sind jetzt in Deckung, aber im nächsten Moment dann nicht mehr. Also hier ist nochmal ein Trupp. Wer hat denn noch ein Knicklicht? Chris hat noch Knicklichter. Die sind jetzt nicht so wenig wertvoll, ehrlich gesagt. Ich speichere, ich möchte das Knicklicht nicht einfach nur ins Leere werfen und niemanden sehen, ehrlich gesagt. Genau so. So wollte ich das halt nicht. So, also niemand ist so direkt in der Nähe, so wie es ausschaut. Der andere saß, glaube ich, dort. Oder? Wer versucht mit Trevor hier in die Ecke zu kommen und da noch keinen gesehen. Können auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen. Wobei er jetzt nichts mehr hört. Also die Leute sind möglicherweise weiter nach Süden gelaufen. Ich komme mal raus. Ja. Es ist niemand mehr da. Sind weiter nach unten gelaufen, schätze ich mal. Gib mal einen Schuss ab. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Okay. Der wird nur von Trevor gesehen. Das ist schade, aber ich würde trotzdem einfach mal mit Chris schießen. Sehr gut. Doppelt gut. Box sichert mal nach hier ab. Oh,
Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Das war Chris, der leise was aus ihnen gehört hat. Trevor. Er nutzt seine Pistole nochmal. Ich will halt nicht ungerne viel mit ihm verbrauchen. Schick ihn wieder weg. Chris schießt nochmal ins Blaue. Oh. Hallo Armin. Einen schönen Samstag dir. Samstagabend bei dir. Wie geht's dir? Lang nicht gehört. Okay, der hat sich jetzt treffen lassen und wieder verzogen. Komme ich jetzt mit Trevor zurück? Lass mal noch die Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Sie sind noch da, sie sind noch da. Leise von Südosten und von Süden. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, Chris. Bereinige die Unannehmlichkeit. Alles okay bei dir. Ist eigentlich deine schwere Fußverletzung inzwischen wieder... Na, ist das schon wieder ganz genesen jetzt? Das ist ja jetzt schon ziemlich lange her. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Geräusche. Ja, sehr schön. Kommt ruhig alle raus. Kritischer. Noch mehr von Süden direkt. Aber sowohl... Sind beide da. Also ich würde mal mit Trevor nochmal rauskommen jetzt. Vorher speichern. Ich glaube, sie sind jetzt nicht in Trevors Nähe. Trevor kann ein bisschen unterstützen. Sie scheinen jetzt hier im Süden zu sein. Kampf verlassen. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Leise, also sie wandern wahrscheinlich hier vor dem Haus irgendwie rum. Gehen jetzt wieder weg. Und gehen jetzt wieder weg. Chris, gib mal nochmal einen Gewehrschuss ab, würde ich sagen. Um sie nochmal anzulocken. Gucken, ob es nochmal klappt. Dieses Mal bleibt's leise. Scheint nicht zu klappen. Er hilft nur, sich weiter vorzupirschen. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Südosten, das ist doch bei dir. Da so. Dem auch hinter den Stein. Da ist wenig Deckung. Was ist das? Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Unterbrechung für Fox. Es
ist immer noch nicht vorbei. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Leise von Süden. Chris hat ein bisschen was abbekommen. Aber nicht viel. Was ist das? Schauen wir in die Richtung runter und... Der hatte eine kleine Uzi anscheinend. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Ich sehe sogar ziemlich genau, wo er was gehört hat. Laut. Komm mal hoch. Sieht niemanden. Okay, Fox. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Direkt zielen. Fox wandert jetzt hinter den Stein. Es geht auch leiser, Fox. Niemand da? Trevor von Süden. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Okay. Alle. Okay. Gut, Fox dann. Das scheint der letzte zu sein. Sieht ihn nicht. Bin jetzt mutig. Es ist nicht der letzte. Na dann. Schnell wieder in Deckung. Es gibt noch welche, die sich nicht bewegen. Du kannst darauf wetten. Die Kerle sind nicht sehr weit gekommen. Gut, das war jetzt ein Schuss ohne... Also mit Schalldämpfer. Können wir wieder einen Schuss probieren. Einen lauten. Kommt niemand. Leite ich eine Stelle nochmal neu, weil Schuss muss ich nicht verschwenden. Okay, okay. Sie sind... Sie sind da noch. Irgendwo. Ja, sie können im Haus, am Haus, irgendwie... Da treiben sich meistens noch welche rum am Ende. Das ist nicht ungefährlich. Hinterm Haus manchmal, hier so in der Nische. Ja, ich schicke nur die drei vor, weil die Was haben liegt denn da? Nachtsichtgeräte und die anderen nicht. Direkt vor der Tür ist niemand. Das würde man nämlich auch sehen, denn hier scheint, glaube ich, durch das Fenster Licht, genauso wie hier oben vor diesem Fenster. Also man sieht vielleicht ganz leicht, dass hier ein Fenster, die Umrisse eines Fensters angedeutet sind. Und man sieht vielleicht auch ganz leicht, dass der Boden hier unten ein bisschen heller ist. Denn drinnen in dem Haus ist Licht an und das beleuchtet so ein bisschen den Boden davor und wenn die da rauskämen, dann wären die sofort zu sehen. Oder wenn jemand hier vor dem Fenster langläuft. Okay, also... Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Südosten. Ja, wahrscheinlich hier in der Nische, da ist oft noch einer.
Ja, hilft ja eigentlich nur, weiter vorzugehen. Wird man mit Fox bis zum Haus gehen? Der scheint ja hier bei Trevor zu sein, im Südosten. Wenn Fox hier im Licht ist, ist es natürlich auch nicht gut. Aber vielleicht ist das jetzt der letzte. Wäre jetzt so meine Hoffnung. Dass das jetzt der letzte ist. Und wenn Fox jemanden zuerst sieht. Seid ihr bereit? Sie sind hier. Dann ist es eigentlich schon aus mit dem. Das war's dann mit den Zielobjekten. Okay. Die letzten in diesem Sektor. Ja, dann ist es... Ja, Chris braucht nochmal erste Hilfe. So. Genau, dann ist es aus mit dem, denn Fox hat einfach mal diese Pistolen, die wahnsinnig viele Clear. Ja, aber nicht so einfach, ne? Diese Pistolen, die wenig Aktionspunkte kosten, wahnsinnig viele Munition haben, und Fox ist halt, hat noch diesen Ganzlänger-Bonus, also dieses zweihändige Schießen, da ist sie besonders gut drin, also sie schießt quasi mit zwei Waffen fast so gut oder nahe so gut wie mit einer, was unnormal ist. Aber diesen Bonus hat sie halt und dadurch kann sie halt ja, unglaublich schnell jemanden aus nächster Nähe erledigen. Und gerade in so Nachtoperationen gibt es ja fast nur Angriffe aus nächster Nähe. Das habt ihr ja auch gerade gesehen. Man konnte fast alles mit Pistolen machen. Ich habe nur manchmal ein Gewehr eingesetzt gegen Elite-Söldner, weil die halt auch oft Helme aufhaben oder Rüstung anhaben, der sie dann nochmal extra schützt. Und da hilft dann die Pistole manchmal nicht, um da durchzukommen. Wobei ich jetzt auch nicht auf die Munition geachtet habe. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ist die grüne vielleicht sogar panzerbrechend? Was ist denn das? Glaser? Ja, nee, das ist halt genau das Gegenteil, ne? Also es ist halt nicht besonders panzerbrechend. Ja, es hat noch einen schlechteren Durchschlagswert als normale Munition, aber wenn sie durch ist, dann zeckt sie ordentlich, sozusagen. Ja. Nee, einsammeln ist die komplizierteste Sache dann am Ende. Aber ich kann Rucksäcke automatisch aufnehmen mit Shift, STRG und F. So, dann hat jeder seinen eigenen Rucksack aufgehoben. Und Shift-R sollte ich vielleicht auch noch machen. Dann sollten sie alle Waffen wieder geladen haben. Ich hoffe auch die Zweitwaffen. Das sieht aber danach aus. Aber nur der Trupp. Shift-R. So, jetzt auch der andere Trupp. Ja, also wenn die mehrfach nachladen, was hat denn Hamus alles nachgeladen? Wie viel Waffen hat der denn dabei? Ist ja verrückt. Okay. Ja, gut. Clear, das war eine schwere Geburt. Das waren echt, echt viele Gegner. Ich weiß nicht, wie viele. Bestimmt. Also ich würde mal sagen, bestimmt 40. Okay. Wer hat dann hier die höchste Führungsqualität von uns allen? Fox ist gut und Chris ist gut. Ira tatsächlich. Die Beste. Und sie ist ein Local. Gehen wir mal zum Gebäude.
schauen, ob jemand zu Hause ist. Da steht schon jemand. Bin Karl, ich bin der Oberpolier unter Tage. Hi, Karl. Sieht so aus, als wärst du jetzt der Boss. Ich hab nichts dagegen. Ich werde mal sehen, wie ich die Leute unterstützen und lass sie gleich mit der Arbeit anfangen. Du musst wissen, dass wir das für dich tun, damit die Dinge schneller vorangehen. Je früher du sie beiseite schaffst und Frieden und Wohlstand nach Harulko bringst, umso besser. Ja, also er ist definitiv ein Supporter. Ist schon lange her, ich meine, bevor die Schießereien und der ganze Kram angefangen haben. Da war Harulko ein richtiger Touristenmagnet. Brachte auch eine Menge Geld ins Land. Ich versuche ihn mal zu rekrutieren. Ich kann nicht. Nicht, dass ich dich nicht unterstützen würde, verstehst du? Es ist nur, dass ich auch eine Familie zu unterstützen habe. Volles Verständnis? Naja, ihr seid vielbeschäftigte Leute, also lasst dich nicht aufhalten. Alles klar, Karl. Dann vielen Dank. Wir haben eine neue Mine. Pablo arbeitet wieder. Inzwischen ist es 4 Uhr. Ich glaube, um 2 haben wir angefangen, oder? Mit dem Angriff. Eine neue Mine, allerdings nur 18% Loyalität, da wir erst einen Sektor erobert haben. Und das ist auch ein brüchiger Erfolg. Die sind definitiv, also wenn man jetzt hier nichts machen würde, würden die wieder zurückkommen. War das nochmal, dass ich die Position tauschen kann? Mit X? Ja, mit X. Okay, aber dann muss hier nochmal Trevor nach unten. Wir müssen mal in die Schränke gucken. Und die noch aufmachen. Und Trevor findet auch gleich Fallen, falls da welche dran sind, und kann das aufschließen. Mini 14. Farmers. Wow. Okay, nach diesem Kampf sind wir, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Speichere nochmal. Dann schauen wir uns das mal an. Ist mal mit jemandem in einem Sektor. Ja. Ein Scharfschützengewehr mit einer Reichweite von 78. Chris hat das einzige Scharfschützengewehr bisher. Die SKS, die hat eine Reichweite von 37. Auch Mini 14 ist ein Gewehr. Also ist die SKS ein Scharfschützengewehr, es ist ein Gewehr. Sagen wir es so. Und die Mini 14 ist auch ein Gewehr, hat auch ordentlich Reichweite. Aber das hier ist jetzt unser erstes echtes Scharfschützengewehr. Und wir haben eine Farmers bekommen. Das ist ein automatisches Gewehr mit ebenso 37 Reichweite. Das hat jetzt der Colt Commando 30 von Chris. Ich glaube, du bist am besten ausgestattet mit der Waffe bisher, Trevor, mit 35 Reichweite. Okay, also da gibt's richtig gutes Zeug. Es gibt einen Spektra-Helm, eine Twaron-Weste und noch eine Twaron-Hose. Alustange, Feder, Gummiband, Stahlrohr, damit kann man Sachen bauen. Akku-Weste gibt's auch. Weiß ich gar nicht, wie gut die ist. Und neues TNT für für Trevor. So, hat irgendjemand noch kein Headset aus der Runde? Ira hat noch keins. Aber noch ein paar andere auch nicht. Ich würde sagen, Dimitri ist der beste Schütze von denen. Kriegt er das Headset?
Das hat sich definitiv gelohnt. So, ich stapel erstmal. Stapel. Hier war eine angefangene. Damit lade ich die Farmers nach. Wie jetzt? Geht es nicht. Er tauscht die Munition nur. Uncool. Muss sie erstmal im Inventar sein oder woran liegt das? Noch irgendwo Platz? Fox. Ne, hier ist es. So, jetzt ist es geladen. Die hat schon so eine Bison. Kurze Reichweite nur. Auch nicht ideal für Fox. Schaufel macht auch Schaden. Eine Angriffsschaufel. Wenn die noch? Die kann reparieren. Okay. Ich glaube, die Schaufel nehme ich nicht mit. Sie kommt in den Laster vielleicht. Und das ist doch ein, genau, das ist eine Weste zum Tragen von Ausrüstung. Da muss ich mal gucken, ob ich vielleicht das gegen was Besseres tauschen kann. Die sieht ziemlich gut aus. Viele Magazine und solche Taschen, aber keine großen Taschen. Ja, was haben wir denn so? Ne, die haben alle große Taschen. Ich glaube, da fahre ich mit den großen Taschen dann doch besser. Außer Dimitri und der hat eine andere, die ist ähnlich gut. Und extra für Granaten. Der sollte die mal behalten als unser Granatenexperte und der bekommt auch noch neue Granaten. Ja, aber vielleicht nicht so. Das ist eine Senfgasgranate. Die ist sehr gefährlich. Die macht sehr, sehr viel Schaden. Die haben sie zum Glück nicht eingesetzt. Kann ich da nur sagen. Ja, und Inventarmanagement ist natürlich das Schwerste jetzt hier am Ende. Was am längsten dauert. Muss ich halt erstmal gucken, wie ich das alles unterkriege und wer was kriegt und so. Und was die Situation der einzelnen Söldner verbessert und ich werde natürlich hier die drei am besten ausstatten, Fox, Chris und Trevor. Es hat Traumaplatten, Keramikplatten drin in der Kevlar-Weste. Ich glaube, wir haben noch keine Spektra-Weste, nur ein Spektra-Helm. Den kann Chris bekommen, dann hat er mehr Gewicht und gleich viel Rüstung im Moment, aber der ist auch beschädigt. Das heißt, es liegt nur daran, weniger Gewicht und gleich viel Rüstung, aber wenn der repariert ist, der Helm, dann hat er mehr Rüstung. Ein wenig. Schauen wir mal, wer noch einen Kevlar-Helm kriegt.
Pharaonhelm ist definitiv besser. Alle haben bereits Kevlar-Helme. Dann bekommt also auch niemand einen Kevlar-Helm. Ich werde mal die Packs wieder auffüllen. Vielleicht wird das dann auch leer, was ich hier gerade in der Hand habe. Aber wahrscheinlich nicht. Die hatten alle nur relativ kleine Wunden. Doch, es ist leer geworden. Jetzt bin ich einmal durch. Und die Sunny-Taschen. Dann suche ich das gleiche mit. Die auch auffüllen. Klappt. Jetzt habe ich zwei volle Sunny-Taschen wieder. 96% fast voll. Und habe nicht mehr Gewicht. So, eine schwer defekte Kevlar-Weste und eine Akku-Weste. Ich glaube, die ist ganz gut. 25. 25, ja, die ist ganz gut. Ähnlich wie eine Kevlar-Weste. 70% Bedeckung hat diese, aber die Akku hat, glaube ich, weniger, weil die... Oh, die hat 85. Die ist sogar besser als... Ja, die ist anscheinend besser als eine solche Weste, eine Kevlar-Weste. Was ist das? Zerfallrate. Niedriger ist besser. Dafür ist die Zerfallrate höher. Hier vergleichen. Tarnung im Wald, weil die ein bisschen Flecktarn drauf hat. Die sonstigen Werte sind alle ungefähr gleich und die zieht ein AP ab, wahrscheinlich weil die unhandlich ist. Das ist nicht gut. Ne, das ist nicht so gut. Eher für einen Supporting, für Support-Söldner. AP sind ja extrem wichtig. Und seine Kevlar-verstärkte Weste, die ist, glaube ich, ähnlich gut wie eine Kevlar-Weste, oder? Die hat 20 nur. 20, 85, 20. 25, 70. Ja, die ist schon gut, die Kevlar-verstärkte Pilotenjacke. Schlecht, also ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und alle anderen haben bereits Kevlar-Westen. Da taugt die Akku-Weste jetzt nicht mehr. Warum leuchtet das Knicklicht? Wenn ich die Akku-Weste... Kann man da ein Knicklicht reinmachen? Oder wie? Verstehe ich nicht. Ein Bug, würde ich sagen. Was hat das Knicklicht mit der Akkuweste zu tun? Kann man nicht mit interagieren. Sehr, sehr eigenartig, aber nicht schlimm. So, irgendjemand hat Knicklichter geworfen, da kann ich noch eins drauflegen. Das muss repariert werden. Wird eh gemacht. So, dann habe ich noch einen Medipack. Aber alle haben eins. Jeder im Team hat eins. Das heißt, es gibt keine weiteren.
kommt jemand anderes. Also, Medipack ist raus. Werkzeugkoffer kann ich auffüllen. Über. Nur Trevor hat einen Werkzeugkoffer. Dimitri ist doch ein guter Techniker. Der sollte auch einen bekommen. Dimitri sollte auch einen bekommen. Nehme ich ein Wurfmesser raus. So, die stapel ich. Hat Trevor ein bisschen Platz noch? Nein. Die sind aber für ihn gedacht. Oh, der hat eine schlechte Weste. Die hat nur, also die hat zwar eine große Tasche, aber in die passt auch nichts rein. Nimm das mal raus. Ich glaube, ich krieg da mehr rein, wenn ich die tausche. Ich glaube, ich krieg da mehr rein, wenn ich die tausche. So. Schauen wir mal. Das kriege ich doch bestimmt alles unter. Ich habe eine neue Munition. Für ihn auf jeden Fall. Für seine Hauptwaffe. Und das kriege ich doch hier auch unter. Ach. Medipack kriege ich da nicht rein. Was ist da rein? Nee. Das ist das Problem. Und das in den Rucksack zu packen, macht keinen Sinn. Das ist das Problem. Ja, Materialmanagement dauert am längsten. Ist halt die Frage, wie spannend das ist. Sehr viel Munition für seine Pumpgun haben wir jetzt. Ist ja nur für seine. Die passt ja nicht in die Bison, nein. Die hat halt sogar mehr Reichweite als die Bison, oder? Ja. Obwohl die Bison irgendwie moderner aussieht, aber das ist auch gar keine Pumpgun. So, das Medipack muss aber mit. Beißt die Maus keinen Faden ab. Achso, das TNT kann ich stapeln. Dann hat er wieder viel. Hohes Gewicht hat er. Das ist die Munition für die Waffen von Fox. Die kann ich natürlich jetzt mal wieder Fox geben. So einen Slot hatte ich da nicht. Hatte ich da nicht auch so einen Slot? Ganz am Anfang vielleicht? Hier? Na klar. Geht doch alles. Geht doch alles. Gut. Okay, es ist eine Verbesserung. Auch das ist eine Verbesserung. Gut, dann haben wir hier noch eine Twaron-Weste, sehe ich gerade. 28, nicht nur 25, 75% Bedeckung, sonst gleich. Die kriegt dann Chris.
Jetzt kann ich darauf geachtet, was er vorher hatte. Jetzt hat er 65. Könnte auch erstmal weniger sein, weil weil das ja weil die ja beschädigt ist. Ja. Ist auch so. Aber hier wird ja erst noch repariert. Ansonsten haben ja, wie gesagt, alle Westen. Nur mal die von Grizzly ausgetauscht, weil die einen leichten Schaden hat, weil Grizzly auch recht stark getroffen wurde. Dann haben wir noch eine Pharaon-Hose, auch eine Verbesserung für Chris. Obwohl die beschädigt ist. Und Grizzly kriegt auch eine Hose. Der ist mit dem Gewicht auch schon ziemlich drüber. Zumindest mit Rucksack. Ohne Rucksack geht's. Ja. Magazin. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das aufleuchtet. Das Magazin brauchen wir. Leuchtet das auf? Ne, leuchtet nicht auf. Aber es leuchtet auf, wenn ich hier bin. Das heißt, ich kann so durchgehen. Nein. 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 Hoch. Nein. Nein. Ich habe wieder das Falsche gegriffen. Nein. Jetzt bin ich durch. Also die Munition ist raus. Das hier sind die Materialien zum Bauen. Schlosserset, ich weiß nicht, ob man das auffüllen kann. Das müsste Trevor haben. Ach nee, Trevor hat... Der braucht, glaube ich, kein Schlosserset. Der ist, glaube ich, immer dabei. Oder das hier ist sein Schlosserset. Ja. Das gilt auch als Schlosserset. Glaube ich. Brechen Sie Schlösser auf. Ja, ein Messer mit Schlossknackfähigkeit. So, 40er Magazin. Schauen wir als nächstes die SL44. Noch ein 45er Magazin, das können wir schon mal weglegen. Brauchen wir nicht. Die Schaufel brauchen wir auch nicht. Die Hochspitzmunition. 9x19 können wir als Pistolenmunition vermutlich verwerten. Diese beschädigten, zu reparierenden Sachen erstmal beiseite. Sind jetzt auch nicht so wichtig, die Sachen. Können auch später repariert werden. Akku-Weste ebenso. Die verteile ich dann genauso wie die Kevlar-Westen an Leute, die jetzt noch keine Kevlar-Westen haben. Wahrscheinlich an die Support-Crew, wenn die dann irgendwann mal hier ist. Plastiksprengstoff. Wer was für Trevor? Trevor hat keinen Inventarplatz mehr. Aber wir können ein paar Kugeln davon rausnehmen und Plastiksprengstoff noch ein bisschen mitnehmen. Wobei, er braucht es nicht. Zum Schlösser sprengen. Eigentlich braucht er es nicht. Weil er kriegt ja eh alle auf. Falls er mal doch eins nicht aufkriegt. Ich glaube, der kriegt alle auf. Es ist Trevor. Schlosserset brauchen wir nicht. Diese Clip-Munition. Auch interessante Munition. Keine Ahnung, für welche Waffe das ist.
So, hier für diese Sachen hier gilt das gleiche. Das ist ein heiler Kevlar-Helm. Aber egal. Das ist eine Gürteltasche. Bisschen sortieren. Das geht leider alles kaputt, wenn ich dieses Menü verlasse. Gut, dann gehen wir durch wegen der Munition. Ich glaube, das hat auch niemand. Trevor hat gestartet. Nehm die immer in die Hand, weil sonst komme ich auch in die anderen Söldner rein. Das wäre dann ungünstig, weil die sind ja nicht mehr in der Nähe. Von daher interessiert es nicht, ob die die Munition vielleicht brauchen können. Sind durch. Niemand hat diese Munition. Die Clip-Munition. Niemand hat diese Munition. 40er, die haben wir, glaube ich, schon. Pistolen. Da. Ira hat so eine Pistole. Mehr? Dimitri auch. Dimitri hat aber viel Munition dafür. Hat Ira Munition dafür? Ira hat gar keine Munition dafür. Er hat auch viel Munition dafür. Hier passen auch noch zwei in dieses Täschchen. Ich sollte ich Ira dann nochmal eins geben. Die anderen haben nichts. Den Schlagstock brauche ich nicht. Nimm mich raus. Diese interessante Munition. Ira braucht sie nicht. Ira hat gestartet. Dimitri braucht sie nicht. Amus braucht sie nicht. Niemand braucht sie. Kommt auf die Liste hier unten. Niemand braucht sie aktuell. Das braucht gerade wirklich niemand. Okay, dann. Die Munition wahrscheinlich im. Sogar in dem Format. Kann ich die brauchen? Aber auch nicht wirklich, weil er hat genug davon. Muss kann sie mitnehmen. Den Clip füllen. Ja, und stattdessen drei volle mitnehmen. Da aber auch Übergewicht. Alex braucht mich. Okay, macht nichts. Ich glaube, es ist auch okay, wenn ich an der Stelle den Stream beende, denn es ist jetzt nur eh noch mehr Inventarmanagement. Aber wir sind auch fast durch. Ich muss dann noch gucken, wer welche Waffe kriegt. Klar, Chris bekommt das Scharfschützengewehr. Das ist schon mal gesichert. Stimme schon, genau. das ist schon mal gesichert. Wer sein altes Scharfschützengewehr und die Mini 14 bekommt, gucke ich noch. Ich glaube, Fox könnte eigentlich auch ein Gewehr mit Reichweite brauchen und nicht nur diese Bison. Ja. Bison nehme ich vielleicht raus. Thyrawal, vielen Dank. Guck mal, da wird wieder was angezeigt. Da wird wieder mal was angezeigt. Da. Da wird wieder mal was angezeigt, oder? Hier muss ich so. Nee.
So, da. Da so. Da, da, da. Genau. Vielen Dank für 42 Bits. Schön, dass du da warst. Entschuldigung, ich wollte hier nicht an die Stirn tippen. Und auch an Armin. Liebe Grüße nach Thailand. Ja. Wir sind mir wieder ein bisschen vorangekommen. Haben die Mine in Grum erobert und vielleicht spiele ich jetzt auch mal wieder ein bisschen Jagged Alliance 2 weiter. So, vielleicht auch so im Wechsel, weil wenn die PlayStation in Benutzung ist, von Alex zum Beispiel, oder von der Kleinen, wobei das am... Das wird nicht wirklich stattfinden. Also sie spielt da leichte, also einfache Spiele und hat da auch Spaß bei. Aber das, wenn sie zu Hause ist, dann streame ich eigentlich nicht. Oder wenn sie nicht im Bett ist. Okay, von daher wird es wahrscheinlich nicht stattfinden. Aber wenn Alex dann spielt, dann vielleicht. Oder falls ich mich mal wieder blicken lassen will am PC. Genau. Okay, ja gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Würde noch die Aufteilung zu Ende machen. Kann das vielleicht dann im nächsten Stream mal erklären, was ich noch wie aufgeteilt habe. Oder ich schreibe es nochmal in die Beschreibung im Anschluss oder so. Ich schreibe es mal in die Beschreibung vielleicht, wer welche Waffe bekommen hat. Genau. Und Onata, schön, dass du auch da warst. Schönen Abend euch. Vielleicht bin ich nachher nochmal da, wenn Pi und Josie gemeinsam spielen wollten heute Abend mit nicht Skyrim, sondern Elder Scrolls Online. Genau. Jetzt braucht mich aber erstmal die Alex in Elder Scrolls Online und da gehe ich ihr jetzt mal eben helfen. Und ich verabschiede mich. Ich danke nochmal und vielleicht bis später. Ne? Macht's gut. Und dann, ich kann nicht speichern an der Stelle. Ich kann nur den Stream, weil das ja dann weggeht. Ich muss an der Stelle den Stream direkt beenden oder raiden. Ich mache das jetzt übers Handy, weil es anders nicht geht. Da müsst ihr nochmal kurz Geduld haben. So. Da habe ich direkt den Zoom angemacht. Zu dem könnten wir reden. Aber wir schauen mal, ob noch ein anderer von den Leuten, die so spielen, da ist. Börs ist da. Der spielt... Der macht Karaoke. Der macht Karaoke. Echt cool. Da würde ich gerne mal reinschauen. Also, Soon, ganz einfach, falls ihr zu ihm wollt. Ich würde jetzt zu Burst raiden. Falls ihr zu Soon wollt, S-U-U-N, ganz einfacher Name. Der macht Musik, der macht gerade Drums. Bin ich ja schon öfter hingeradet. Ihr kennt ihn. Und Burst macht gerade tatsächlich irgendwie Twitcher-Oke. Twitcher-Oke Pre-Show-Party. Klingt interessant. Würde ich gleich nochmal reinschauen. Ich raide zu ihm und sagt mal einen schönen Gruß von mir und dann vielleicht bis später. Ne? Ciao. Natürlich, es dauert noch 10 Sekunden. Kann man einen Stream beenden? Übers Handy. Geht das gar nicht? Also falls ihr jetzt noch nicht mitgeradet seid, ich krieg den Stream nicht aus. Ich kann
kann die Stream-Info bearbeiten, aber ich kann nicht den Stream beenden. Falls ihr das Video schaut, seht ihr das noch, ne? Ich schneide das nicht raus. Dann tschüss. Ich gehe mal vom Rechner und es ist jetzt nicht so interessant.
So, ich glaube, ich schneide doch ein bisschen am Ende, habe ich gerade gesagt. Im Grunde habe ich ja hier auch alles schon soweit fertig sortiert. Davon kann ich mehr nicht gebrauchen, von diesen Magazinen. Da habe ich schon echt genug von, denke ich jetzt. Keine Munition mehr für seine Pistole. Kaum noch Munition für diese. Können wir Abhilfe schaffen? Ja gut, was heißt kaum noch? Kaum noch ist relativ. Chris braucht noch Munition. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht schneide ich die Stelle für das Video dann am Ende raus, wo ich nicht geredet habe. Oder so. Und lass jetzt den Rest, dann übrig. Oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn ich das jetzt hier noch kurz zu Ende mache. Da ist genug vorhanden. Da auch. Da auch. Ich glaube, ich bin durch. Ja. Vielleicht kann ich die Dinger mal hier verwenden. Für ist natürlich im Liegen besonders gut. Und im Stehen nicht mehr so gut. Was die Waffenhandhabung angeht. Ich denke, es am Ende lohnt sich das aber trotzdem. Gegenwirken Maximum. Und die anderen brauche ich nicht, die anderen zwei Beine. Kann die hier verwenden noch. Wird ja sogar besser, oder? Im Fall der AK wird es sogar besser. Was die Werte angeht. Ist doch mehr besser, oder? Bei diesem. Höher ist besser. Da sind es minus 40, minus 30. Und ohne sind es auch minus 40, minus 30. Aber mit zwei Beinen ist dann dieser Wert besser. Die Handhabung ist dann halt auch schwieriger. Naja. Kann man durchgehen. Habe ich noch mehr? Wo sich das lohnt, einen Zweibein dran zu machen? Üb. Die AK ist nicht bedacht. Da habe ich den ja nicht angebracht. Das lohnt sich doch in vielen Fällen. Weil es nicht angezeigt wird, ne? Darum. Nicht angezeigt, komisch.
das ist auch die einzige Waffe, die noch übrig ist, wo es geht. Halt. Oder? Der von ihr? Nee. Okay, dann habe ich noch die beiden Senfgasgranaten. Die sollte ich auf jeden Fall auch mitnehmen, weil die sind heftig. Aber es sollte jemand sein, der so ein bisschen Sprengstoffkenntnisse hat, oder? Oder, naja, es passt alles nicht so richtig. Passt alles nicht so richtig auf die Charaktere. Er hat ja auch nicht viel Sprengstoff, aber er kann halt gut Granaten werfen. Und Messer. Er kann halt gut werfen. Ist halt einfach gut im Werfen. Ich doch. Es reicht doch locker. Erstmal. Ich kann zumindest noch eine mitnehmen. Oder sie nimmt die andere. Bueno. Also. Kann sogar beide mitnehmen. Theoretisch. Aber sollte die Munition mitnehmen. Die ist nicht so häufig. Okay. Wie geschrieben beim Burst. Gucken, ob ich noch dazu komme, darüber zu schauen. Aber ich denke, ja. Ich denke, jetzt kann ich hier Schluss machen. Denn das kann ich hier wirklich auf Stream aufteilen. Das ist ja... Es sind die vier Waffen mit passender Munition. Sollte ich... Ah ja, das ist ja die gleiche Munition. Es sind die vier Waffen mit passender Munition, die ich hier noch zu vergeben habe. Das ist... das schaffe ich. Kriege ich hin. Off Stream. Und die Zuweisung, wer welche hat, das mache ich dann. Das kriege ich hin. Kann ich jetzt schließen, das Fenster? Und das Spiel beenden? Oh, aber nicht ohne zu speichern. Nein. Chris Stream. Geld verloren? Weil, ah ja, klar, weil ich die Verträge verlängert habe. Jetzt aber. Ich guck nochmal. Ah, 4:1. Gut, das mache ich dann offstream. Dann wünsche ich euch, falls noch jemand da sein sollte, aber wahrscheinlich nicht, einen schönen Abend. Macht's gut.